Wir gucken uns meine gelikten Videos an von TikTok, MikTok. Da sind auch natürlich auch einige Videos dabei, die ich einfach so für mich geliked habe. Deswegen werden wir einige auch überspringen. Das ist auch, Digga. Danny ist ja schon ein bisschen mastig, ne? Aber Bro, so, merkt euch das? Was ist hier, Karl? Das ist auch so verkehrt. Oha. Den fand ich persönlich auch relativ amüsant, den Clip im Nachhinein auch. Oha. 150. Guck mal, da oben. Köstlich schmächtig, sagst du? Nein. Ey! Aber ich muss auch sagen, mit Abus Sohn zusammen zu zocken, also oder wo wir zusammen gezockt haben, es hat echt Spaß gemacht, Digga. Abschmieren, dass du noch live bist, oder? Ah! Ich kann es! Kink-Modus! Bro, das Ding kann doch nicht echt sein, oder? Das war nicht echt. Klingt wie Playsy, ja. Recht hast du, klingt echt wie PlayStation 4, Digga. Da muss ich wirklich sagen, das habe ich mir gespeichert, das ist unfassbar emotional auch und da möchte ich auch nochmal einen riesen Monte L in den Chat. In den nächsten ein, zwei Minuten werden wir die Videos hier angucken für die Leute von der Tiernotrufstation, die sowas machen. Definitiv zwei. Dein Boot treibt ab. Du bist soweit? Ja. Also die Kaninchen auch, die sind schon auf dem Sprung. Hast du deins? Nein. Wo ist es? Weiß ich nicht. Das ist da auf dem langen Ast. Das kommt auf mich zu. Kommt zu dir? Ja. Ich hab's. Sehr gut. Ich hab dich. Komm. Komm mal her. Okay. Geh direkt zum anderen. Oh! Hä? Warte! Ach, ich bin umgefallen. Nimm mal schnell, ich komm nicht hoch. Okay. Ich konnte mich nicht abstützen mit der linken Hand. Da hätte ich das Tier untertauchen müssen. Absolute Helden für mich, ne? Einige werden jetzt sagen, ist das nur ein Kanickel, aber ein Lebewesen ist ein Lebewesen. Da, Kaninchen. Da ist noch eins. Da, das sind zwei. Das sind direkt zwei. Absoluten Respekt, Digga. Ich hab's. Und steck fest. Die Tiere würden da erfrieren, verhungern oder absaufen, ne? Viele Tiere es wohl nicht geschafft haben, sehr viele, Digga. Also absoluter Ehrenmodus hier vom Tiernotruf. Ich glaube, wenn man das den ganzen Tag macht, dann schläft man mit einem guten Gewissen abends ein. Hoffentlich. Keine Ahnung, wenn sowas immer irritiert, Digga. Das ist so. Das Ganze wird noch gekrönt mit. Digga! Das ist so eine bodenlose Frechheit, Digga! So eine bodenlose Frechheit. Aber cool, hab ich gefeiert. Was haben wir hier? Oh, so süß. Hello.
So süß. Also, jetzt auch kein Disrespect, ne, jedem das seine, aber ich werde nie verstehen können, wie man solche Tiere essen kann. Wunderschöne Tiere, aber auf jeden Fall. Fangen erstmal so mit einer... Holger in seiner Primetime, als er noch keine Videos gemacht hat über Essen. Kleine Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Habt ihr schon mal Arschloch geleckt? Oh Gott, zu gut. Nein, wirklich nicht. Das Nein steht also. Oh nein, aber ganz fest. Nein. Hat mir mein Kollege Liam geschickt, davon distanzieren wir uns, weiter geht's. Oh Gott. Das tat mir richtig, sage ich euch ehrlich, ich sag euch, reißt euch zusammen, okay, jetzt erstmal, warum ich das geliked habe. Der junge Mann hier postet immer so Videos von seinen Outfits, so, wisst ihr, wie ich meine? Und das Video wurde mir vorgeschlagen und der wurde so beleidigt in den Kommentaren, hat so viel Hass bekommen. Und über Style kann man natürlich streiten, aber nur weil mir ein Style nicht gefällt, muss ich ja nicht beleidigen. Kann man ja sagen, ist nicht so meins, gefällt mir nicht, T-Shirt oder Hose fühle ich nicht so. Aber TikTok-Kommentare waren da so unfassbar cringe und so unfassbar gemein ihm gegenüber. Und ich sag ganz ehrlich, ich fand den Style sogar ganz cool, mir hat er gefallen. Da habe ich ihm geschrieben, sieht stabil aus, Diggi. Damit er mal ein bisschen Rückenwind auch hat. Boah, der Digga. Bro. Ist das unfassbar schön oder ist das unfassbar schön? Das ist nicht echt, doch, das ist echt. Pan Waburi Beachfront Resort. Keine Ahnung, wo das ist. Das hat Sänger, das... Da habe ich Rohat markiert und geschrieben. Da habe ich ihn markiert, perfekt für dich, Bro. Hat er nicht mal drauf geantwortet, der Abgehobene. Für ihn ist zu eng. Da habe ich mich gefragt, ist das eine beängstigende Situation für den Hund oder nicht? Aber der Hund sieht ja relativ tiefenentspannt aus, ne? Der weiß gar nicht genau, was da passiert. Aber er ist auf jeden Fall gesichert, der Hund, das sieht man. Eldos, tu mir bitte einen Gefallen, das aus meinem Mund ist schon echt hart. Red doch mal vernünftig, Bro. Du chillst echt so viel mit Ausländern. Hey! Ja, nee, Bro, nicht böse. David wieder Bildzeitschrift jetzt. Hat er Spaß. Mach mal die Zähne beim... Reden auseinander. Ja, ist aber so. Ist aber wirklich so, ja. Help me, please. I'm under the water. Bro, wer das auch immer editiert, das ist ehrlich ehrenlos, Digga. Das ist wirklich ehrenlos. Wir müssen unbedingt auch mal wieder Switch Sports unten spielen, Digga. Müssen wir unbedingt mal wieder spielen. Mein Setup unten ist auch wieder startklar. Das fand ich, sah echt chillig aus, Digga. Habe ich vorgeschlagen bekommen. Das mit der Decke und so, schon echt cool. Sieht schon echt cool aus. Er, Sigi? Nee, das ist er nicht. Nein. В Индийском океане. Sehr schön. Peace jetzt. Ah, наконец-то. Sieht so schön aus, Digga. Das sieht so schwerelos schön aus. Delfin müsste man sein, ne? Wunderschöne Tiere, Delfine. Dieser entspannte Sprung aus dem Wasser auch, ne? So unfassbar elegant. Okay, was? Boah, Bro. Wer nach dem Video keinen Bock hat auf die Wassermelone, Digga, dann weiß ich auch nicht. Watermelon Satu? Bro. Das sind so Kleinigkeiten im Leben, sag ich ehrlich. Wassermelone im Sommer, so Gamechanger, Digga.
Oh, holy shit. Boah. So simpel, aber boah. Bro. Das sieht richtig geil aus, Digga. Sein Hund ist über Nacht ausgerüstet und bringt zwei neue Freunde mit. My black lab runs off last night, gone all night. And look who I find him with. He's got another dog with him. But oh wait. He's got a goat in tow. Einfach eine Ziege noch, Digga. Neuer Homie. Hey goat, you want to get in my truck too? Come on, hop in there. Everybody just get in. Come on. Get in there. Yep, hop in. I'll take y'all with me. Yep, I got a goat and two dogs in my truck. Get in the back. Just make yourself at home. Das ist so, so unfassbar random. Boah, das ist geisteskrank. Unfassbar, Digga. Unfassbarer Trick, Digga. Jetzt die Mutter jetzt. Der Sprint, den die eingelegt hat, zu gut. Hey Savvy, can you go ask Mommy to get me a glass of water? Want water? Who wants water? And Daddy. Nope, Daddy's gonna have to wait. I'm playing with the baby. Savvy, what did Mommy say? Bitch. What? Is she not gonna get me water? No. Das ist krank, ja, Hunde, aber Hunde können das wirklich. Also ich glaube nicht, dass, nein, das ist nicht gefaked. Hunde können da wirklich mit dieser Spracherkennung und so, Leckerli, dies, das. Das können Hunde wirklich. Schlauer als der ein oder andere Zuschauer, yep. Oh, das Video geht 3 Minuten 2. Ich hatte es auch im Stream mal angekündigt oder gesagt und habe es ja auch in den Kommentaren geschrieben. Ich habe bei diesem Video das erste Mal, als ich das gesehen habe, geweint. Also falls ihr nah am Wasser gebaut seid, solltet ihr eventuell das Video ausmachen. Ich habe bei diesem Video geweint. Gotcha, quick, get her! Get her! Quick! Quick! Can you give her a kiss? Please, Millie. Oh, come on, Millie. Come. Come on. She won't get out. Say, get out. Come on, Millie. Millie, come. Come on. Come on. Millie, come. Right, you just stay there. Thank you.
Is she gonna lay on our knee? Yeah. Millie. Millie. Hello, Kelly. Hello, Millie. My name is Millie. You're Millie. Millie. Hey. She's sniffing her hands. She popped you on the head. Oops. So cute. So cute. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich danach so Tränen geweint. Wirklich. Und ich weine selten. Also ich, warum? Weil ich wusste, dass irgendwann dieses Kind so unfassbare Tränen auch weinen wird, weil irgendwann sein bester Freund nicht mehr an seiner Seite sein wird. So habe ich gedacht, wisst ihr, wie ich meine? So, da, und dann musste ich weinen einfach. Dann musste ich einfach weinen. Oh yeah. Digga, das ist so ein legendärer Clip, ne? Billy Rub. Billy Rub. You like that shit? Yeah, you do. You like that shit? Yeah, you do. Wie die Katze ihn zustimmt, ist echt ziemlich lustig, ja? In dieser Welt überleben wollt, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Fortnite. In dieser Welt überleben... Oh Gott, so random, Digga. Boah, Digga, ist ein riesen, Digga, ist ein richtiger Oschi, Alter. So, Wildlife-Kameras finde ich richtig interessant. Was da alles so längs läuft, wisst ihr, wie ich meine? Boah. Was ist das? Ist das ein Bergkatze, Bergpuma? Wie nennt man die Dinger? Holy, sieht das Ding majestätisch aus. Ist das ein Luchs? Einfach nur ein Luchs? Ja, das könnte auch sein, ja. Das ist nochmal dann Luchs, ne, oder? Meint ihr? Nee, ist was anderes, oder? Das ist ein Puma vielleicht, ja? Mhm. Das ist ein Wolf. Das müsste ein Wolf sein, glaube ich, ne? Nochmal ein Wolf. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall, ja. Oh, das kann doch nicht echt sein, oder? Ist das echt, meint ihr? RC-Auto wahrscheinlich. Was ist denn ein RC-Auto, Chat? Klärt mich auf. Remote Control. Achso, okay. Das ist auch so lustig, Digga. 12-jährige Vapen. 16-jährige werden schwanger. So ein legendärer Trip, Digga. I don't cook, I don't clean, but let me. Ja, das ist Matze, wirklich ein Ehrenbruder. Den habe ich auch schon ein, zwei Mal Sachen drüber geschickt. Wirklich ein sehr lebensfroher junger Mann. Mag ich sehr gerne. Ich weiß gar nicht, warum habe ich das geliked? Ich weiß gar nicht. Ach so, weil Rohat zur Frau gemacht worden ist. Genau. Naja, ihr wisst ja alle, Rohat ist noch aktuell in der Selbstfindungsphase. Ist auch okay. Letztens habe ich Abu angerufen. Letztens, das müsst ihr euch vorstellen. Ich rufe ihn an und sage, Digi, wir müssen reden, ist wichtig, okay? Er sagt, okay, was ist los? Ich sag zu ihm, Bro, Rohat hat mich gerade angerufen. Er sagt, ja und? Ich sag, hat er das hier noch nicht erzählt oder was? Er sagt, nee. Ich sag, hä? Ich habe gerade mit ihm telefoniert, er meinte, du wüsstest Bescheid. Er sagt, nee, wieso, worum geht es? Ich sag, Digi, ich habe gerade mit ihm telefoniert und er meinte, dass er homosexuell ist. Abu, was? Nein, sei wirklich? Ich sag, ja doch, hast doch gemerkt, mit Freunden und so hat nicht geklappt. Es liegt daran, dass er auf Männer steht. Und Bro, Abu hat mir das einfach geglaubt. Also, ist ja nichts Schlimmes, weil aber Abu hat es mir einfach abgekauft. Und Abu ist ja einer seiner besten Freunde, also.
Aber ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund, sag ich, bin ich offen und ehrlich, aus irgendeinem Grund finde ich sogar, hat die Hose irgendwie Style. Zum Clown gut, vielleicht liegt es auch daran. I work 55 hours. Boah. Ich muss sagen, also da sage ich euch ehrlich, lieber Livestream-Chat, da habe ich auch wirklich massive Tränen in den Augen gehabt. Wer da eventuell ein bisschen nah am Wasser gebaut ist, sollte vielleicht kurz pausieren. Ist nichts Trauriges im Sinne von das mit Tod oder so, aber es ist unfassbar traurig trotzdem irgendwie. I work 55 hours a week and I come home and she never fails me. My little angel is there waiting for me before I even have a chance to pull in to the garage. I want to show you guys this. You guys see that? It's the reason why I don't give up. But I can't give up. Because I have people who love me, who care about me. Sorry about that, guys. I didn't mean to do that. Look at that. This is what I come home to every single day. Hi, beautiful. Hi. I love you. Boah, es ist unfassbar traurig, Digga. Aber im Positiven, ne? Du brauchst wirklich viel Bestätigung, gell? Die kriegst du auch so von mir, deswegen bist du schon so verwöhnt. Gestern habe ich die bekommen, ja. Schatzi, ich hab die auch so vermisst, wir haben uns so lange nicht gesehen. Zweimal abgepumpt. Oh mein Gott, Schatz! Zweimal die Pumpe. Eier voll, dann wird doch mal abgepumpt. Dann wird doch. Das ist einfach zu gut, Digga. Check's nicht, Erklärung vom Theo. Theo kapiert den nicht. Och Mensch, Theo, das. Bro, unfassbar geil. Ah, okay, das ist ein AL-Video. Nee, ist nicht real. Schade, Marmelade. Das ist auch schon chillig, sag ich ehrlich. Ja, AL, AI ist doch scheißegal. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Schon cool. Das ist auch so eine krasse Tarnung, ne, die Tiere haben, Digga. Und weg. Einfach weg, Digga. Lass Bahn fahren. Lass Bahn fahren. Ja. Ja, hab Bock drauf. Oh. Lass Bahn fahren. Lass Bahn fahren. Ja. Ja, hab Bock drauf. Oh. Da, natürlich haben wir da nicht auf den Arsch geguckt, das ist ja klar, davon distanzieren wir uns. Das finde ich so krass, Digga. Diese Tiere, diese Oktopusse, was die einfach für eine Tarnung haben, Digga. Bro. Das ist so heftig. Wie, guckt euch das an. Wie... Und Fun Fact, die sind farbenblind. Ehrlich, Krieger, die Tiere sind... Oh, die Tiere sind farbenblind. Intelligenter als der eine oder andere VIP und Moderator hier.